Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Okay, ich werde jetzt nicht im Speedrun-Modus unterwegs sein, denn es könnte vielleicht so aussehen. In diesem Part geht's los mit Sonic. Haha. Okay, mal gucken, wie ich mich mit diesem Charakter so machen werde. Ich glaube, mit Sonic habe ich auch bis jetzt gar nicht gespielt gehabt. Umso mehr freue ich mich schon auf die Techniken. Und eben gerade, als ich nochmal auf die Tabelle genauer geschaut habe, ist mir Folgendes aufgefallen. Ich gehe zwar gerade chronologisch vor, aber da gibt es jetzt zwei Charaktere, die neu dazugekommen sind. Zum Beispiel Sheik und Dunkle Samus. Und die sind irgendwo in der ersten Reihe oder in der zweiten Reihe. Da werde ich vielleicht den Plan im nächsten Part ein bisschen ändern. Oh, der Beat, ne? Verfolgungsangriff, Wirbelsprint, Sprungfeder, Wirbelladung. Und die Ultra Smash Attacke heißt Supersonic. Saust dank der Macht der Chaos Emeralds als Supersonic über die Stage. Sonics Flugbahn lässt sich leicht nach oben oder unten anpassen. Sorry Leute, ich konnte mich, um ehrlich zu sein, gar nicht auf den Text konzentrieren. Aber das liegt an dem Beat. Ohne Witz, der Beat, der ist ja heftig. Ich liebe den Beat. Ich höre mir diesen Beat auch hin und wieder mal an. Jetzt. Die. Heftig. Oh, und im Hintergrund kann man einen Kumpel von Sonic sehen. Ey, die Arena ist doch mega cool. Haha. Oh, der Beat, ey. Das ist die coolste Arena überhaupt. Da. Spring. Da. Hammer, ey. Oh, das ist so cool. Ich weine gleich. Nee, der Beat ist so nostalgisch, Leute. Pass mal auf, Sonic, du musst rückkommen. Der Beat ist so cool, dass ich gar nicht sprechen und spielen will. En garde! Komm, Fox. Ach, Fox ist mein Gegner. Okay, der Arena geht's wieder gut. Die. Oh, Mann, ey. Da. Komm schon, Sonic! Oh, Mann. Ich will nur mit dem Schwert angreifen. Schade, der Beat ist vorbei. Und meine Augen sind so glasig geworden. Ich hoffe, ich höre den Beat nochmal. Ich habe eben gerade überlegt gehabt, ob ich die ganze Zeit irgendwo stehen bleiben soll. Aber das geht ja nicht mit einem Part. Oh, okay. Kopfhörer wieder abnehmen. Oder ist wieder der Beat da? Nee, das wäre ja zu heftig. Nein, ich Idiot. Das wollte ich nicht. Ach Mist, ey. Mist, ich habe gerade nochmal meine Kopfhörer aufgesetzt, um zu gucken, ob der Beat immer noch derselbe ist. Und weil ich ein bisschen Paranoia hatte, wegen Captain Falcon, bin ich nach hinten gegangen und das war schon mit mir. Mist, ey. Ätzend. Da ist die Motivation gleich weg. Mist, ey. Im letzten Part meinte ich, dass ich gerne... Wobei, im letzten Part habe ich ja wieder die 5,3. Stufe erreicht gehabt, obwohl ich irgendwann bei 7, irgendwas war. Also sprich, das vom letzten Part kann ich ja eventuell noch toppen. Aber mein persönlichen Rekord, das wird glaube ich schwierig in diesem Part. Mein persönlicher Rekord liegt bei 9,2. Ja, Metal Sonic. Komm her, Mann, ich habe keine Angst vor dir. Egal wie groß du bist, weg mit dir. Dash, Mann, was willst du? Komm her, ich habe dich nie gemocht und werde dich höchstwahrscheinlich nicht mögen. Es sei denn, du bist bei uns auch am Start. Dann mag ich dich richtig dolle. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Weiß ich nicht. Ich spinne manchmal rum. Ey, pass mal auf. Spring. Oh, was ist denn das für eine coole Arena? Ey. Ich muss mal kurz Pause drücken, liebe Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte von niemandem ja irgendwie die Zeit verschwenden oder jemanden auf die Nerven gehen. Aber schaut euch doch mal bitte einmal diesen epischen Hintergrund an. Mit dem, ja, Vollmond noch dazu. Das Wort Pause könnt ihr euch auch gerne anschauen. Aber nee, ey, ist das nicht Hammer? Ist das nicht Hammer und dann noch am Abend? Oh Mann, ey. So viele Gebäude. Und überall sind die Lichter an. Okay, es gibt einige Räume, da ist gerade nichts los. Feierabend und so, aber... Ey, das... Ach, Mann, ey. Hammer. Hammer. Hey, Essen! Ein Essen ist auch gut. So, Sonic, wir müssen hier ein bisschen Gas geben, Kumpel. Jetzt zeig, was du drauf hast, Mann. Du schaffst das. Oh, nochmal jetzt. Ja, nochmal. Ja, du schaffst das. Ich glaube, ich habe irgendwie das
So, ich habe das irgendwie so im Gefühl. Nochmal. Nochmal, Junge, da ist ein Pilzi-Mizi. Nein, jetzt hat er den Pilz bekommen. Er ist schon groß und jetzt ist er noch größer. Ey, 237 ist das genauso wie Metall Mario. Da muss man richtig viel Damage machen und so, bis man den Kollegen wegfegen kann. Oder zurückschleudern kann. Jetzt. Mann, da ist so oft die Chance gewesen. Springen. Jetzt. Ach, verdammt, ich stecke fest. Nein, ja, natürlich. Ey. Komm schon, Sonic, nicht verlieren. Oh, blauer Panzer ist böse. Komm jetzt. Weg, 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 weg. Oh, schade, Mann. Ich dachte, der blaue Panzer hat ihn irgendwie runtergeschubst. Ey, er ist bei 300 fast. Hä, was geht denn hier ab? Ich. Oh, oh. Nein, komm. Nein, bitte nicht. Och man, da bin ich doch so weit gekommen. Okay, die Ultra Smash Attacke würde ich gerne einsetzen wollen. Hier, ich kümmere mich um diesen Button hier. Nein, ne? Ey, hör auf, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was für ein nerviger Kollege, Mann. Oh, 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 oh. Oh, 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 Hammer. Was passiert jetzt? Ey, genial. Genial, einfach nur genial. Mir fehlen die Worte. Aber die Art und Weise, wie ich gespielt habe, das war ja mega peinlich. Hoffentlich schaut sich das niemand an. Oh, gelber Kirby, blauer Kirby und ein, ja, roter Kirby. Ich glaube, der Sonic hat es nicht so einfach im klassischen Modus, also... Seine Story gehört meiner Meinung nach bis jetzt zu den schwierigsten Stories, die ich bis jetzt mir vorgeknüpft habe, im klassischen Modus. Ah, schaut euch mal das Duftschiff an. Sieht genauso aus wie der Gegner, der hin und wieder mal, oder wie der Charakter, der hin und wieder mal Kirby nervt. Ich wollte schon fast Sonic sagen. Ja, nochmal. Powerblock würde ich gerne nehmen. Nein, in die falsche Richtung. Sag mal, was ist denn bei dir los? Wie kann man das nur machen? Ich habe das schon mal in einigen Parts gesagt. Irgendwie fehlt mir das richtige Gefühl für das Schiebepad. Komm her. Ah, oh, komm schon. Achso, der rote Kirby ist weg vom Fenster. Okay, nur noch die beiden. Nein, wieso springst du, du Dummkopf? Eigentlich bin ich hier der Dummkopf, ne? Also ich meinte ja auch mich. Oh ne, das sieht so komisch aus. Ich habe keinen Lust schon wieder zu losen. Danger. Ah, ich bin so ein Vollidiot. Ich habe mir das selbst angetan. Oh, der blaue Kirby ist noch am Start. Ziemlich zäh, ey. Ziemlich zäh. Mann, Sonic. Oh ne, ey. Um welchen Kirby soll ich mich denn kümmern? Oh, da ist ein Stern. Okay. Okay. Nein, verdammt. Sonic. Okay, sehr schön. Das Item nehme ich mal mit. Oh, da war doch die Chance, ihn einfach mal wegzuschlagen. Warte. Nein. Einfach so ein leichter Kick. Ah, okay, alles klar. Endlich. 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 Mann, 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 ey. Schon fast 9 Minuten erreicht. Wobei, jetzt haben wir 9 Minuten erreicht. Und ich habe das Bonusspiel noch nicht erreicht. Hunger. Cheek. Ja, ich bin bereit. Oh, diese Arena finde ich auch schön. Die ist wirklich sehr gut gedungen. Macht auch Spaß. Nein. Ja, genau. Weg, weg. Weg, weg, Mann. Komm jetzt. Sonst verlierst du doch. Schade, dass man nicht in das eine Rohr reingehen kann. Das wäre so cool. Okay. Cheek. Du kannst auf jeden Fall gut springen. Mir gerade bewusst geworden. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ach was. Sollte man mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken. Manchmal passieren so komische Sachen. Nein, pass mal auf, Sonic, was machst du denn? Ach, hier ist hier doch was Verstecktes. Hä, was ist mit dir los? Bleib mal ruhig. Ey, mit Sonic ist man manchmal ein bisschen zu schnell unterwegs. Was, ich habe mehr
Schaden abbekommen als Sheik. Oh, Sheik. Da war meine Chance, dich wegzufegen. Oh, das Item mag ich gerne. Nein, jetzt hat Sheik das Item. Überhaupt nicht gut. Waffe. Sheesh, 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 sheesh. Komm zurück. Smash-Button. Komm jetzt. Ist das so ein Falscher? Ich hab das. Ja, ich hab Sheik schon getroffen. Ich hab das nur nicht realisiert. Das ging aber sowas von schnell. Hammer, Leute. 4,7. Boah, wie ätzend. Ich bin unter 5,0. Ey, das ist doch richtig bitter. Ja, ich bin bereit. Rico, komm hoch. Ich hoffe, dich da zu verstecken, Mann. Dann komme ich runter und bearbeite dich. Ja, sehr schön. Komm. Pass auf. Pass auf, Sonic. Wir haben jetzt schon guten Damage gemacht. Das kann gerne so weitergehen. Ja, oh, richtig rein ins Gesicht. Komm jetzt. Oh, jetzt. Jetzt los. Okay. Okay. Da ist wohl irgendetwas hochgegangen. Extraklasse 0,6. Ja, immerhin. Jetzt kommt das Bonusspiel. Sehr schön. Schneller als der Schall. Ich versuche mal jetzt richtig schnell hier einmal durchzurushen. Auf die Punkte werde ich verzichten. Beziehungsweise auf die, für die ich ein bisschen länger brauche, um sie zu bekommen. Oh, das ist... Ja, boah, das ist doch... Komm jetzt. Oh, wie schnell... Was? Hey, wie schnell ist das denn? Nochmal, komm. Yeah. Yeah, Sonic. Was, das ist mein Rekord, glaube ich. Das ist mein Rekord, liebe Leute. Ja, unter 30 Sekunden. Heftig. So, jetzt kommt die Finalrunde. Meisterhand. Schneller als der Schall. So heißt also die Route. Beziehungsweise die Story. Ich glaube, ich habe vorher nicht drauf geschaut gehabt. Ja, da habe ich viel zu sehr auf die anderen Charaktere geschaut, die ich dann später erst gecheckt habe. Ich dachte, die kommen ein bisschen später dran. Ja, ich gehe ja ein bisschen, oder um ehrlich zu sein, chronologisch vor. Von oben nach unten. Und manchmal gibt es halt Charaktere, die dann plötzlich, nachdem man sie freigeschaltet hat, dass sie sich halt dann plötzlich zwischen den Charakteren befinden, mit denen man schon unterwegs war. Okay, nochmal. Oh, diese Attacke ist böse von der Meisterhand. Komm jetzt! Du musst doch ein bisschen geschwächt werden jetzt. Ja, genau. Komm, Sonic, unsere Chance. Hey, oh, nee, ne? Oh, ja, schade, Mann. Ah, nix mit der Backpfeife und so. Hier, komm, nochmal. Trampolin erscheinen, sehr schön. Man braucht dafür kein extra Item. Einfach nur nach oben und B drücken. Schnell nochmal. Nein. Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Nochmal. Spring. Ja, nochmal runter jetzt. Ah, oh, schade, ich habe auf den B-Knopf gedrückt. Das bringt dann nichts. Ja, sehr schön, Sonic. Pass auf, Mann. Ja, jetzt, unsere Chance. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Fertig gesmashed. Gut gesmashed. Boom. La 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 la. Okay. 6,0 sogar. Gut gemacht. Endergebnis. Okay, Credits werden wir in diesem Part ebenfalls überspringen. Damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Noch 10 Sekunden. Aber im Vorspulmodus. Pikachu, Yoshi, Diddy und Sonic. Also der Ball wird höchstwahrscheinlich Sonic nicht einholen. Sieht aber nach einem lustigen Minispiel aus. Endergebnis. Ah, okay. Exos. Meta Knight Maske. Alles klar, super. Allzu viele Belohnungen habe ich jetzt in diesem Part nicht bekommen, aber immerhin einige. Ist das nicht die Bayonetta? Das ist doch die Bayonetta. Ja, hallöchen. Und diese Arena mag ich auch. Hey, pass mal auf, Mann. Was schießt du denn?
So, jetzt gibt's Saures. Jetzt gibt's Saures. Komm jetzt. Was hast du jetzt gelernt in der Zeit, als du mit Sonic am Smashen warst? So einiges, Mann. Dann zeig uns, was du drauf hast. Nochmal, spring hoch. Ja, nochmal. Oh Gott, sowas mache ich gerne. Achso, ich dachte schon, da passiert was Heftiges jetzt. Komm jetzt, hallo. Hä? Okay, kein Problem. Das war's dann mit dem Part. Bayonetta, kämpf mal mit. Oh yeah. Okay, Leute. Was haben wir hier? Katzenanzug, Kopfteil. Oh, cool. Wir haben was Neues bekommen. Und ein neues Bild dazu. Okay. Ach was. Mit Cappy. Rosalina. Ist ja süß. Okay. Dann, dann, da, dann, dann, dann. Das Bild ist auch cool von Mario. Was man da gerade unten auf der linken Seite gesehen hat. Okay. Dann schauen wir uns mal kurz hier ein wenig um, Leute. Im nächsten Part werden wir doch nicht direkt mit König Dedede weitermachen, sondern es geht weiter mit Dunkle Samus. Und hier hätten wir dann einmal die Sheik. Wir kümmern uns dann um diese beiden Charaktere. Und dann geht es eventuell weiter mit König Dedede, ne? Danke, dass ihr da wart, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.